Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 7. Und ja, es tut mir leid, es sind ein paar Folgen ausgefallen, weil in letzter Zeit war bei mir drüber und drunter und alles irgendwie vollgepackt. Und ich kam leider jetzt eine ganze Zeit nicht zum Aufnehmen. Es tut mir wirklich leid. Dafür, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt mein Mikrofon. Ich habe mir so einen wunderbaren Halter jetzt geholt, den ich hier irgendwie verwurschtelt habe. Und ich hoffe, dass die Tonqualität dadurch noch ein wenig besser ist, dadurch, dass ich es jetzt halt näher am Mund habe. Könnt ihr mir ja gerne meine Kommentare, ein Feedback schreiben. Und ja, mein Problem ist jetzt gerade eher, dass ich gar nicht mehr weiß, wo wir genau aufgehört haben. Es ist halt, wie gesagt, schon ein wenig länger her. Ich weiß, Moment, erstmal Steuerung. Genau, wir hatten die Flinte gefunden, aber die defekte Flinte, wie mir aufgefallen ist. Aber die, vermute ich, können wir austauschen mit dieser Flinte, die in diesem einen Wohnzimmerraum war. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo der war. Wir haben uns ja schon wieder mal in unseren netten Safe-Raum geflüchtet. Wahrscheinlich, weil der Vater hinter uns her war. Und da müssen wir jetzt eigentlich wieder zurück in diesen anderen... nee, Quatsch, wir mussten... Moment, wo ist denn der eigentlich? Der war doch... das nicht? Hier, der war doch in der Eingangshalle, meine ich, oder? Der war in der Eingangshalle. Bin ich mir fast sicher. Da müssten wir halt zurücklaufen in die Eingangshalle. Und hoffen, dass uns nicht der Vater sofort überrascht. Wie viel Muni haben wir noch? 12. Und Pistolenmunition, genau. Und wir haben, ich habe Flintenmunition, haben wir auch noch. Und den Skorpionschlüssel hatten wir auch noch gefunden. Sehr gut, sehr gut. So, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Trauen wir uns mal nach draußen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich vor Schreck, was ja doch ab und zu mal passiert, meinen tollen Mikrofon-Gedöns hier nicht umhaue. Aber wird schon schief gehen. So, hoffentlich ist der nicht sofort wieder hier, wenn wir hier durchkommen. Doch. Da war der Raum. Da war die Flinte. Alles klar. Alles klar. Können wir mitnehmen? Dann sind wir hier drin sogar safe. Und dann, ach nee, Quatsch, das wollte ich gar nicht. Moment, hier. Das ist eine M37-Flinte. Sehr gut. Hohe Steuerung, wodurch sie im Nahkampf wirkungsvoll sind. Nahkampf, okay. Dann können wir die defekte Flinte kombinieren. Wegwerfen, nee, wegwerfen, nicht benutzen. Benutzen können wir sie nicht. Kombinieren mit... Ah, okay, so können wir das machen. Defekte Flinte. Jetzt hoffe ich, dass der Vater nicht sofort kommt. Halleluja. So, und die haben wir jetzt ausgerüstet und da tun wir sofort Muni rein. Oder tut er es von alleine? Wie laden wir denn eigentlich nach? Ich glaube, das war schon mal das Problem. Obwohl, da haben wir zwei Schuss drin, wird da angezeigt. Nur garantiert, wer da kommt, wenn der kommt und ich schießen möchte. Dann, geht's wieder nicht, ne? Wegwerfen wollen wir nicht. Wir können aber hier auch nicht kombinieren oder so. Also ich verlasse mich jetzt einfach mal da drauf, dass wir damit schießen können. Obwohl ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie das ist, ob wir den Vater überhaupt irgendwie in irgendeiner Weise platt kriegen. So, das war jetzt aber der nähere Plan. Die Hundeköpfe müssen noch da dran. Zwei Stück hatten wir. Einer war noch in diesem... ich möchte hier nicht so lange stehen bleiben, weil das hatten wir ja schon mal. Aber ich gucke jetzt trotzdem mal in die Karte. Vorratskammer, da ist ein anderer Schlüssel. Wir haben auch den Schlüssel. Da ist ein Schlangenschlüssel. Stadt. Schlafzimmer der Eltern ist auch ein Schlangenschlüssel. Einen anderen Skorpionschlüssel haben wir gar nicht. Wir bräuchten einen Schlangenschlüssel jetzt, ne? So, und das war ja der Keller. Da ist nämlich auch noch ein Schlangenschlüssel. Aber hier ist noch Leichenhalle, Zerlegungsraum und Boilerraum. Den haben wir noch gar nicht erkundet.
Wie kommen wir denn da hin? Da brauchen wir, da ist doch hier. Da ist doch eine Tür. Da sind wir gar nicht durchgegangen. Scheint mir. Da, weil hier braucht man eigentlich keinen. Also hier oben, da kann ich mich noch dran erinnern. Da sind wir durchgegangen. Und da war eine verschlossene Tür mit dem Schlangensymbol. Wollen wir da nochmal zurück am besten? Also reingehen. Moment, wo war denn? Wo war denn jetzt der Keller? Halleluja. Werkstatt. War der Keller oben? Wie kam er denn jetzt in den Keller? Da war der Safe-Raum, Überwachungsraum. Vorratskammer kam man auch noch nicht rein. Hier sind wir, also wir stehen in der Eingangshalle. So. Und dann können wir eins nach oben. Da können wir nicht rein. Kinderzimmer können wir auch noch nicht rein. Waschraum, Garage. Achso, das ist alles da unten. Freizeitraum. Düm, 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 düm. Wie kamen wir denn jetzt da rein? Kamen wir hier hinten rum irgendwie? Oder kamen wir hier durch? Kann sein, dass wir hier durchkamen. Ich habe keinen Plan mehr, Leute. Doch hier. Hier kamen wir in den Keller. Hier ist unser anderer schöner Safe-Raum. Ja. Und wir erinnern uns, in dem wunderbaren Keller lief ja immer noch der Travis rum. Wir haben nur zwei Flinten. Da muss ich aber genau zielen. Was irgendwie nicht so ganz mein Ding ist. Ihr erinnert euch. Die Tür hatten wir doch aufgemacht. Oh. Ist klar. Genau, hier war nämlich noch eine Tür. Und die Tür war von innen verschlossen. Und hier waren wir auch noch nicht drin, meine ich. Nee, ich kann mich an Badewanne nicht erinnern. Wer war das? Guten Tag. Das Problem ist, ich habe immer noch nicht rausgefunden, wann sich diese Typen... Oh, Pistolenmunition. Wann sich diese Typen aus irgendwas hier rausschälen. Kann man das irgendwie erkennen, dass ich nicht jedes Mal... Obwohl, ich erschrecke mich auch, wenn ich es weiß, erschrecke ich mich. Das ist ja das Problem. So, was haben wir hier noch stehen? Saubere Handtücher, super. Und Müllsäcke. Weil das sieht hier dieses Sabbelzeugs da, das liegt ja überall rum. Flüssige Chemikalien. Da ist einer. Da ist einer. Alles klar. Da haben wir ihn jetzt. Komm her! Hallo! Oh, jetzt haben wir ihn verschreckt. Habe ich zu laut geschrien? Habe ich ihn jetzt verschreckt? Das tut mir leid. Herr... Oh, da ist noch einer. Alles klar. Wo kommst du denn her? Genau, genau das habe ich gesagt. Lad erstmal in Ruhe nach. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das war nicht so gut. Jetzt aber. Okay, okay. Halleluja, die hat eine Durchschlagskraft. Das ist schön. Das gefällt mir. Problem an der Sache, das waren unsere zwei Schuss. Hatten wir denn noch Flintenmunition? Verdammte Hacke. Oder wir müssen welche suchen. Und man hat mir gesagt, dass die Gott sei Dank nicht neu spawnen. Ich vertraue euch da jetzt mal. Aber das hilft uns auch nicht weiter, weil der Travis... Der Travis... Travis... auch noch hier rumläuft. Puh, der war doof. Der war doof. Ja, ich möchte Flintenmunition. Das war viel, viel besser als diese lächerliche, blöde Pistole. Ja, genau. Ist klar. Mal stirb doch. Stirb. Hinter mir ist auch noch einer, oder? Ja, ohne Scheiß. Ihr könnt mich... Hi, da war noch einer. Alter Falter, ihr könnt mich doch mal... gerne haben. Halleluja.
Kommen die gar nicht hier raus? Der eine ist ja auch wieder weggegangen. Ja, aber habt ihr gesehen, ne? Mit dieser lächerlichen, blöden Pistolenmunition geht hier gar nichts. Aber drei wollt ihr mich verarschen? Drei Stück. So. Hallo? Ist hier noch jemand drin? Der eine kam von da, der andere kam von da. Sauber. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, da. So. Oh, nee. Ducken. Er war schön. Nein, er war nicht schön. Steh wieder auf. Alter Falter. Kommt ihr mit raus? Oh, der war schön daneben. Schön daneben. Hör mal, Kollege, dir fehlt doch schon ein Arm. Ducken. Oh, ja. Die haben auch noch einen bestialischen Mundgeruch, Leute. Drei! Nein, drei sind mir einer, zwei, drei zu viel. Hä? Ist der platt? Hatte ich den jetzt getroffen? Die waren doch alle drei noch am Wandeln. Ich nehme mal ein Momentchen hier L2 und den hier. Da haben wir 10 Schuss. Sind das jetzt die Verbesserten? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber mal ehrlich, Leute. Drei Stück ist ein bisschen übertrieben, oder? So. Wenn wenigstens nur einer weg wäre dann. Da ist eine Tür. Vielleicht sollten wir mal weglaufen. Also so Weglauftaktikmäßig. Und nicht, sonst rennen wir noch 10 Stunden hier im Kreis. Ja, ich weiß. Ah! Sei auf. Oh nein, war nicht auf. Warum auch? Okay, hier geht's nicht weiter. Oh, nehmen wir mit. Oh! Ich renne mal wieder raus. Da waren zwei. Zwei waren da. Also haben wir wirklich... Alter! Ihr könnt mich doch mal am Sack tuten. Gut, diese Folge wird garantiert hier daraus bestehen, dass wir hier in diesem Raum hin und her laufen. Und nächste Folge frage ich euch ab, was man alles gesehen hat. Dann spielen wir Ich sehe was, was du nicht siehst. So, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da nur noch zwei kommen. Aber die geht nicht auf. Wieso geht die denn nicht auf? Ach nee, was? Jetzt kommt er doch daher. Komm, stirb doch mal. Alter! Nee, das ist nicht gut, Okay, platt. Und platt. Waren das jetzt die drei? Wenn ich euch glaube... dass sie nicht neu spawnen, waren das jetzt die drei. Wenn die tot sind, bleiben die liegen. Dafür haben wir jetzt auch keinen Schuss mehr. Na, drei Stück noch. Die lassen ja noch nicht mal irgendwas fallen, Arschlöcher. Echt mal. Ist doch eine schöne Ecke, ne? Können wir noch ein bisschen stehen bleiben, oder? Also eins, zwei, drei. Drei Stück. Es waren nur drei. Bitte nicht, dass noch einer kommt. Ich habe nur noch drei Schuss. Dann müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Können wir hier irgendwo draufdrücken? Liegt hier noch irgendwas rum? Lalalala. Sollten wir wieder anfangen zu singen oder so. So ein nettes Lied auf Lippen. Dann vergeht die Zeit hier auch super gut, schnell und so.
Entschuldigung, dass ich mich so ruckartig bewege, aber ich schon wieder Panik hier. So. Was war das? Eine Zeit, mal einmal kurz nachzugucken. Starkflüssige Chemikalie. Okay, da können wir Munition von machen. Und Flintmunition haben wir auch noch, sehr gut. Wir haben Flintmunition. Ich weiß gar nicht, wo haben wir die gefunden? Keine Ahnung. Aber Flintmunition gut. Flintmunition gut. So, und was war jetzt hier? Wieso kriegen wir die nicht auf? Da brauchen wir einen Schlüssel. Brauchen einen Schlüssel. Scheiße. Diese Geräuschkulisse, ne? Macht einen einfach nur wahnsinnig. Okay, aber hier ist nichts mehr, oder? Ich glaube auch nicht, dass ein Schlüssel dafür direkt daneben liegt, aber man kann ja mal gucken. Kann ja mal gucken. So, die scheinen aber wirklich weg zu sein. So, hier kann man auch nichts mehr öffnen. Alter Falter. Und ich meine, da wäre auch Travis bei gewesen, oder? Oder den wir am Anfang? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber offensichtlich... Und hier jetzt keiner mehr. Und die sind aber auch weg. Die lassen so Glibber, so Glitzerglibber. Schade, dass man das nicht aufsammeln kann. Aus anderen Spielen wissen wir ja, dass wir es aufsammeln können. Wisst ihr was? Dann rennen wir jetzt einmal zurück in den Safe-Raum. Einfach nur, um nichts zu riskieren. Ich möchte das nicht normal machen. Hm, hierher, oder? Daher, ja. Bitte kommt nicht mehr, kommt nicht, keiner mehr. Bitte, bitte, bitte. Hallo. Wer hat die Tür dazu gemacht? Ich habe die nicht zugemacht. Das war das Knallen wahrscheinlich, ne? So, aufmachen. Safe Raum. Safe Raum. Und speichern. Speichern ist immer so eine kleine, so. So, oh, wir haben aber schon oft gespeichert hier. Machen wir mal hier einfach. Ja, möchte ich überschreiben. Ich weiß nämlich wieder nicht, wie viel ich untereinander packen kann. Leider könnt ihr es, wie gesagt, nicht sehen. Ich glaube, das erwähne ich jede Folge einmal. Ist mir halt, beim Rindern fällt mir das immer wieder auf. So. Jetzt könnten wir aber mal einmal gucken. Was war da denn noch drin? Was war das? Ach, das war irgend so ein Brief, den haben wir schon gelesen. So, jetzt könnten wir... Können wir auch kombinieren und Flintenmunition herstellen? Achso, da kann ich nicht da... Momentchen mal. Wir haben... Moment, wir gehen da nochmal raus. Dann gehen wir hier rein. So, und wir kombinieren mal. So, und wir könnten... Kraut mit flüssiger... Da könnten wir erste Hilfe herstellen. Brauchen wir aber gerade noch nicht. Mir wäre wirklich tatsächlich lieber Flintenmunition. Kraut, starke, flüssige Dings. Starke Erste-Hilfe-Arznei. Stellt Gesundheit wieder her. Okay, ja gut, das könnten wir machen. Aber Pistolenmunition oder verbesserte wäre natürlich besser. Wir haben kein Schießpulver mehr, ne? Haben wir Schießpulver noch? Schießpulver, zweimal. Sehr gut, sehr gut. Ah, ich war auch auf der Seite. Ah, ja, wir haben es gleich. So, Schießpulver. Einmal ein nach da. Obwohl wir könnten... Das ist die Frage. Wollen wir? Moment. Wir könnten jetzt mit dem Kraut und flüssiger Chemikalie könnten wir erste Hilfe machen. Wir könnten aber auch Pistolenmunition machen. Was ist uns denn lieber? Also ich bin dafür, von dem einen machen wir Pistolenmunition und von dem anderen machen wir nochmal eine erste Hilfe. Oder? Oder heben wir uns das auf und entscheiden, wenn wir tot sind. Also bevor wir tot sind. Also... Pistolenmunition verbesserte auf jeden Fall, weil... So, und dann hätten wir ja noch Schießpulver über und wir hätten auch noch flüssige Chemikalie. Die tun wir aber jetzt mal rein, um Platz zu sparen. So, und jetzt haben wir Pistole, das hier. Dadurch haben wir unwahrscheinlich wenig Platz, ne? Okay, das Kraut könnten wir noch überlegen.
So, aber die Munition, die brauchen wir ja. Ah, Quatsch. Genau. Sagte sie und schmiss sie weg in die Kiste. So, jetzt haben wir noch 4 Plätze. 4 Plätze. So, was haben wir denn sonst noch? Also die beiden, die lassen wir mal hier drin. Da können wir für später, gucken wir mal. Hier haben wir auch noch, wir haben noch 3 Flintenmunition. Wie viele Plätze belegt das? Ach, also belegt keine Plätze. Das ist gut. Das ist gut. Da haben wir zwar nichts mehr auf Vorrat, aber wir haben 5 Schuss. 5 Schuss ist gar nicht mal so verkehrt. Okay, so. Und dann brauchen wir jetzt aber den Schlüssel, ne? Ich speichere doch nochmal ab. Entschuldigt. Wir brauchen den Schlüssel für unten für den Raum. Für unten für den Raum. Wir gucken nochmal einmal kurz in die Karte, wie der Raum überhaupt heißt. Sobald abgespeichert ist. Das dauert immer ein bisschen. Hallo? Ich würde gern, danke. So, jetzt sind wir da in dem Safe Room. Krematorium. Achso, wir können mal einmal runter. So, okay, wir sind nämlich jetzt in den Boilerraum. Da waren wir jetzt drin, waren wir vorher noch nicht. So, Werkstatt kommen wir nicht rein, weil die ist von innen verschlossen, meine ich. So, wir möchten in den Zerlegungsraum. Ach, wir müssen auch in den Zerlegungsraum, ne? War nicht da irgendwie, war da nicht der dritte Hundekopf? War da nicht irgendwas? Ich habe immer Verarbeitungsbereich, aber ich habe auch was mit Zerlegungsraum im Kopf. Okay, nichtsdestotrotz brauchen wir dafür einen Schlüssel. So, sonst haben wir da unten alles abgegrast erstmal. Und ich hoffe, auch erstmal alles eliminiert, was da so rumlief. Deshalb gehen wir jetzt wieder nach oben und streiten uns mit dem Vater. Super Plan, super Plan. So, Schlangenschlüssel haben wir auch noch nicht. Tja, haben wir denn schon alles abgesucht? Vorratskammer, da ist auch noch mal. Was ist denn da für ein Schlüssel? Vom Salon aus. Ist das ein Skorpionenschlüssel? Dann könnten wir da noch mal rein. Ist da was? Dann gucken wir da noch mal nach. Weil das ist so der einzigste Hinweis, der mir jetzt gerade noch mal so einfällt. Wo wir hin könnten. Das ist oben. Da sind wir auch. Da ist, fehlt auch... Nee, das ist unten. So, da brauchen wir nämlich auch für die Schlafzimmer. Für die Schlafzimmer die Eltern. Ja, da benutzen wir... Also hier sind sehr viele Schlangenschlüssel. Sehr viele Schlangenschlüssel. Und sonst ist hier auch nichts. Die Treppe da war kaputt. Und das war alles unten. Jetzt mit der Großmutter waren wir. Kinderzimmer brauchen wir auch Schlangenschlüssel. Okay. Und da unten brauchen wir halt einen anderen Schlüssel. Ja, da bleibt ja nicht mehr viel, ne? Bleibt ja nicht mehr viel. Okay, dann würde ich sagen, ganz schnell gehen wir. Moment, das war Eingangshalle, müssen wir zurück. Dann gehen wir und da konnten wir da uns durchschleichen. So, versuchen wir das mal. Ich nehme aber mal jetzt wieder die Pistole in der Hand, weil ich glaube echt, den Vater können wir nicht erledigen. Der ist jetzt so oft wieder aufgestanden. Frage ist auch, wo der überall rumläuft. Der läuft ja jetzt, genau, wie ich gerade schon sagte, Keller haben wir jetzt alles eliminiert, deshalb gehen wir jetzt wieder zurück ins Haupthaus. Genau. Wir könnten dann hierher laufen. Ich hoffe, hier ist auch alles eliminiert. Mehr oder weniger. So. Hatten wir hier, haben wir schon bestimmt alles nachgeguckt, ne? Hier hatten wir uns ja umgesehen. So ein bisschen die Hoffnung, dass hier der Vater nicht rumläuft. Bin mir da aber gar nicht so sicher. Das ist noch wieder ein anderer Schlüssel. Scheiße. Ein Rabenschlüssel. Toll. Toll. Nunu? Haben wir denn irgendwas? Wir gucken uns hier erstmal, wenn hier so ein bisschen safe ist, gucken wir uns hier nochmal um. Obwohl ich immer davon ausgehe, dass ich das alles schon angeguckt habe. Aber man weiß ja nie. Da war was. Da war was. Wir hatten diese Schatzkartenfoto.
Hatten wir. Und da war ein Kamin abgebildet. Und hier kann man jetzt auf einmal ziehen. Steroide? Nee, ist klar. Steroide stärken die Muskelkraft enorm und erhöhen die maximale Gesundheit. Wirken dauerhaft. Das ist schön. Das ist schön. Sollen wir die gleich nehmen? Weil wir sind sowieso so gut, sind wir nicht beieinander. Also wir sind nicht grün, im grünen Bereich. Ist da was, dann nehmen wir die. Weil ist ja auch dauerhaft. Ab in Arm. Kann sowieso alles nichts mehr schaden. Sehr gut. Maximale Gesundheit erhöht. Schön. Wo sehen wir das einfach? Einfach eigentlich. Wir haben leider gar keinen so einen Anzeige-Button, oder? Wahrscheinlich bin ich wieder blind. Okay. War das Versteck? Ich meine, ist schön, aber hilft uns jetzt für das weitere Fortlaufen des Spiels auch nicht unbedingt weiter. Knatsch. Haben wir hier irgendwas am Elch noch? Hallo, guten Tag. Kannst du uns weiterhelfen? Offensichtlich nicht. So, da ist auch nichts mehr. In der Toilette haben wir, glaube ich, auch schon geguckt. Okay. Ja, schön. Schön, schön. Gucken wir doch nochmal einmal in die Karte. Ja, wir sind jetzt genau, wir sind da. Vorratskammer, da ist ein Rabenschlüssel. So, das heißt, wir brauchen im Moment, brauchen wir Schlangenschlüssel, Rabenschlüssel oder diesen Schlüssel da zu dem zu dem Zerlegungsraum. Wo ja der Hundekopf drin sein soll. Die anderen beiden haben wir schon. Klar könnten wir die jetzt mal einsetzen, aber ich warte doch auch lieber, bis wir den dritten haben. Dann können wir alles machen. Die liegen ja in der Schatulle da ganz gut. Ich weiß echt nicht mehr, wo wir jetzt spontan suchen könnten. Was heißt denn eigentlich dieses Ausrufungszeichen da? Das habe ich hier auch schon mal. Also das da ist ja Safe-Raum mit einer Kiste. So, aber wie ihr seht, da oben, neben Salon in dem Raum, da ist noch so ein, ja, weiß ich nicht, Kelch. Was ist denn das? Was ist denn das? Moment, da gucken wir mal einmal. Das müsste ja, Entschuldigung, Elch, müsste ja hier sein, ne? Ja. Ach, das ist diese... Ah, okay. Ja, da haben wir auch nichts für. Wir haben überhaupt nichts. Die sind total abgebrannt. Meine gut, Muni ist jetzt wieder einigermaßen. Freut mich. Das haben wir schon alles gelesen. Wird ja langsam langweilig. Hier waren diese komischen Maden drin. Hier ist nichts. Wir könnten natürlich dieses komische... Wie hieß das? Psychotronikum? Psychatronikum? Psycho? Irgendwas? Dieses Zeugs nehmen, dann wird uns irgendwas angezeigt, stand da. Also wenn wir jetzt gar nichts finden, können wir vielleicht damit mal rumlaufen. Vielleicht gibt das entscheidende Hinweise. Ansonsten... Wir haben ja gespeichert. Das ist schon mal gut. Das heißt, wenn wir jetzt vom Vater irgendwie erwischt werden, laden wir einfach neu und schummeln ein wenig. Ich lehne es mal kurz auf die Aufnahmezeit. Wisst ihr was, Leute? Wir sind eigentlich schon durch. Wir bleiben jetzt einfach mal hier in der Zwischenwand hängen. Ich habe total vergessen, dass ich ja aufnehme und, nicht vergessen, dass ich, also, ist ja egal. So, auf jeden Fall müssen wir die Aufnahme beenden. Aber ich werde gleich noch die nächste Folge weiter aufnehmen und dann schauen wir uns nochmal, hoffentlich ohne zu sterben und ohne Vater, ein bisschen im Haus um, ob wir irgendwo was übersehen haben. Ansonsten könnten wir wirklich dieses dieses Zeugs nehmen. Und mal gucken, ob wir da irgendwas übersehen haben, weil prinzipiell sind wir ja auf der Suche nach Schlüsseln. Mir ist auch gerade egal welchen. Hauptsache, wir kommen dann weiter, weil ich möchte gerne aus diesem Haus so schnell wie möglich irgendwie raus. Auch wenn es geht ohne mir, weil die ist mir auch nicht so sympathisch. Also einfach nur raus und nach Hause und Badewanne und ne,
alles gut. So, aber bis zur nächsten Folge wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und schreibt mir wie immer gerne einen Kommentar. Ich bin mir sicher, ich habe bestimmt wieder heute irgendwas gefragt, was ihr mir in die Kommentare schreiben könnt. Oder wenn ihr einfach irgendwas loswerden wollt, bitte auch gerne reinschreiben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch gerne auf den Abo-Button klicken. Also bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi.